Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von unserem geliebten Bus-Office. Wir nehmen euch heute mit nach Berlin in unsere schöne Landeshauptstadt und besuchen für euch den Germanisten, den Medienschaffenden und den Journalisten Ivan Rodionow. Du stehst ja derzeit unter Beschuss und hast eine ganze Menge zu tun. Als Russe, der in Deutschland lebt, hier Medien macht, kontroverse Medien, bist du ja in der aktuellen Situation im Krieg Ukraine ja unter Dauerstress, oder? Ja, unter Beschuss sowieso nichts Persönliches sozusagen, aber die ganze alternative Medienbranche oder die alternativen Medien stehen jetzt alle mehr oder weniger unter Beschuss, und diejenigen, die man in Russland, mit Russland in Verbindung bringt, erst recht. Also vielleicht für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, ich denke, aus unserem Format kennen dich ganz viele. Du bist das Gesicht von RT Deutsch in Deutschland eigentlich, oder damit verbinden dich die allermeisten Menschen. War ich früher. Ich bin seit einem halben Jahr oder länger schon nicht mehr bei RT Deutsch. Genau, aber trotzdem kennen dich davon ganz viele, also auch unserer Zuschauer. Und ich würde gerne mal von dir wissen, vielleicht... Ich war auch beim ZDF ganze 6 Jahre, länger als bei RT Deutsch. Genau. Weniger vielleicht exponiert, viel weniger, aber trotzdem, einfach nur um erst in Vergleich zu ziehen. Und das würde ich gerne mal von dir erfahren, auch für unsere Zuschauer. Erzähl doch mal bitte deinen Werdegang. Geboren in St. Petersburg, jetzt lebst du schon seit knapp 10 Jahren in Deutschland. Ja. Wie kommt man denn vom Germanistikstudium zum ZDF und dann in die alternativen Medien? Geboren in Moskau, aber meine Familie stammt tatsächlich auch aus St. Petersburg. Ich habe Germanistik studiert, noch in den Zeiten des Eisernen Vorhanges in Moskau an der Sprachenuniversität. Es war für mich mehr als ein Studiumfach, sondern vielmehr auch eine Faszination. Die Sprache, die Literatur. Nach dem Abschluss, dann waren die 90er Jahre, das Land, wo ich geboren bin, ging unter. Der Nachfolgerstaat Russland öffnete sich dem Westen gegenüber, und auch deutsche Medien unter anderem strömten ins Land, machten ihre Büros auf, und da fand ich schnell als Germanist auch einen Job, zuerst als Volontär bei dem Spiegelbüro in Moskau und dann beim Fernsehen. Zuerst war es Fox, Vox, das ist der amerikanische Sender, der deutsche heißt korrekterweise Vox, das in Moskau ein Büro aufmachte. Man muss sich das einfach jetzt im Rückblick so vorstellen: damals versuchte dieser Privatsender einen massiven Nachrichtenprogramm aufzubauen, auch mit Auslandsberichterstattung. Und dauerte nicht lange, aber danach hat das ZDF ist auf mich aufmerksam geworden, hat mich dann auch eingeladen. Ich war dann 6 Jahre lang bei ZDF in Russland hauptsächlich, aber sehr viel unterwegs durch die ganze Welt mit den Kamerateams des zweiten deutschen Fernsehens und natürlich ganz stark durch Russland und die ehemalige Sowjetunion. Es war auch die Zeit zahlreicher Konflikte und Bürgerkriege, Mittelasien, Kaukasus, Tschetschenien. Ich war da überall damals für ZDF, und später dann ging ich zum russischen Fernsehen, und dann vor 10 Jahren bekam ich das Angebot, in Berlin die neue Videoagentur Raptli, also ein Tochterunternehmen von RT, mit aufzubauen. Und dann innerhalb von Raptli entstand zuerst ist ein kleines Projekt RT Deutsch, eine Online-Plattform auf Deutsch für das deutsche Publikum, das ich dann übernahm und 5 Jahre lang als Chefredakteur leitete, bis dann die neue Redaktionsleitung schon angetreten ist, mit auch der Aufgabe, einen Fernsehsender daraus zu machen, was
offensichtlich nicht geklappt hat, was da unmöglich gemacht wurde durch Behörden, auch durch die sehr, sehr starke, aktive Pressekampagne. Aber da hatte ich mit dem Sender schon nichts mehr zu tun und will jetzt auch vielleicht nicht so viel, also für RT Deutsch vertreten kann ich eh nicht sprechen, aber das passierte schon, diese traurige Entwicklung nach meiner Zeit bei RT Deutsch. Aber du kannst jetzt auf 3 Jahrzehnte Fernsehen zurückschauen. In Russland für etablierte Medien wie ZDF oder auch Privatsender wie Vox und auch für das, was man die freien Medien in Deutschland genannt hat oder nennt, eben RT Deutsch. Wie ist denn so deine Bilanz der Nachrichtenentwicklung oder dieser Medienentwicklung von den 90ern bis jetzt? Das ist eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung, um das Geringste zu sagen. Ich habe noch die deutschen Medien erlebt in den 90er, speziell den Spiegel, ja auch das ZDF, wobei gewisse Anzeichen jetzt im Rückblick schon damals durchaus auch in der Berichterstattung über den Jugoslawienkrieg vorhanden waren, um diese spätere Entwicklung zu einem auf Propaganda gebürsteten monolithischen Sender waren schon zu erkennen. Aber der Spiegel war wirklich für mich auch damals, ich war enorm stolz, für den Spiegel zu arbeiten, weil das Magazin nach meiner damaligen, auch jetzigen Überzeugung eine sehr wichtige publizistische Arbeit leistete. Gut. Im Nachhinein habe ich natürlich kapiert, dass es auch vielleicht um persönliche Fehde zwischen dem Herausgeber und der Regierung von Helmut Kohl ging. Aber trotzdem, egal was sozusagen von der Obrigkeit, von der Regierung kam, der Spiegel hat das immer zuerst auf den Zahn geprüft, den Zweifel unterzogen und immer das mit, ja, wie man auf Englisch sagt, mit einer Prise Salz genommen und journalistisch zuerst wirklich einem gründlichen Check unterzogen. Allein schon diese BND-Affäre mit dem, was war das, Plutonium oder ein spaltbares Material, das aus Russland nach München geschmuggelt wurde und was dank des Spiegels aufgedeckt wurde als eine geheime BND-Operation. Also heute in einem ähnlichen Fall, ich halte diese sogenannte Nawalny-Vergiftung für eine absolut, einfach für eine geheimdienstliche Operation. Also, oder Skripal. Das ist auch, ja, Skripal auch. So wie, muss ich ja sagen, auch die Mehrheit der Russen, die sich mit den russischen Angelegenheiten vielleicht etwas besser auskennt als das deutsche Publikum, die das überhaupt nicht für glaubwürdig halten, dass Nawalny oder Skripals, die Skripals kannte überhaupt niemand in Russland, den Sergei Skripal, dass sie jetzt auf diese spektakuläre Art und Weise mit Novichok vergiftet wurden. Kurzum, diese Entwicklung, nach der du fragst, in den 30 Jahren, die sich vollzogen hat mit den Medien, für die ich selbst gearbeitet habe, auch generell mit der deutschen Presseindustrie, geht wirklich ganz stark in Richtung geistige Mobilmachung, Vereinheitlichung oder nenne es Gleichschaltung. Ich weiß, dass dieser Begriff sehr, dass ich damit Angriffsfläche biete, aber es ist eine Gleichschaltung im Sinne einer selbstständigen, fast schon freiwilligen Gleichschaltung durch, natürlich vor allem durch die Selektion. Da kommen klar die Redakteure, die Leute, die eine Karriere in den Medien machen wollen, die schon entweder diese Gesinnung natürlich mitzubringen haben oder sich da einzufügen haben. Das ist eine wirklich stramm, vor allem pro-atlantische, pro-NATO-Einstellung und was auch damit einhergeht, eine antirussische Einstellung. Genau, das
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja eine Gleichschaltung, die sich vor allem auch gegen Russland richtet und in den letzten Jahren eben zunehmend, also gipfelte 2014 beim Putsch im Zuge dieser Maidan-Proteste in der Ukraine und hat jetzt vermutlich ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden. Und da ist die Berichterstattung von Seiten Russlands, ich habe sehr gerne immer RT Deutsch gelesen bezüglich des Ukraine-Konfliktes im Allgemeinen, weil ich dort eben die andere Seite der Medaille nachlesen konnte. Und das, was wir durch unser ARD und ZDF berichtet bekommen, ist dann eben die andere Seite. Und jetzt kochen die Gemüter wieder aktuell so hoch wie selten. Am 8. April, also vergangenen Freitag, hat sich ja wieder ein neues, angeblich russisches Kriegsverbrechen ereignet, der Raketenbeschuss des Bahnhofes in Kramatorsk. Ja, Kramatorsk. Und das im Anschluss an die Massaker von Bucha. Und beide Sachen werden vom Kreml dementiert. Das hat mit den russischen Streitkräften nichts zu tun. Die deutschen Medien behaupten das Gegenteil. Wie ist deine Informationslage dazu? Kannst du uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja, zunächst einmal Kramatorsk. Ich merke schon, dass diese Kramatorsk-Geschichte ziemlich schnell aus den Schlagzeilen verschwindet. Und ich bringe es damit in Zusammenhang, dass es unheimlich schwer ist, weiterhin diesen Fake über einen russischen Beschuss aufrechtzuerhalten, nachdem dort die Rakete vom Typ Tochka-U gefunden wurde, mit einer Seriennummer, die auch mit der identisch ist. Mit den Raketen dieser Serie wurden mehrfach die Städte und Ortschaften in den Gebieten Donetsk und Lugansk beschossen in den Jahren 2014, 15 und sukzessive, vor allem 2014, 15, als der Bürgerkrieg im Osten der Ukraine in seiner heißen Phase war. Also durch die Ukraine? Durch die Ukraine. Also erstens die Seriennummer, dann das Waffensystem. Russland hat diese Tochka-U-Raketen längst ausrangiert und die letzten Geschosse diesen Typs sind vor 3 Jahren verschrottet worden von der russischen Armee. Darauf weist auch hin die erste Ansage des Bürgermeisters von Kramatorsk, Kirilenko, der zuerst von einer Iskander-Rakete sprach. Es war kein Zufall, weil Iskander ist wirklich ein Waffensystem, das die russische Armee einsetzt. Aber als dann nachweislich ein Ruder oder Heckteil einer Tochka-U-Rakete vor dem Bahnhof gefunden wurde, war diese Iskander-Geschichte nicht, wurde sie dann fallen gelassen. Selenskyj sprach von einer Tochka-U. Sie wurde aber völlig absurderweise der russischen Armee zugeschrieben, obwohl auch die Flugbahn anhand von Geodaten zeigt, dass die Rakete aus der Richtung West-Südwest gekommen ist, da wo die ukrainischen Truppen liegen. Und anhand dieser Geodaten und der Flugbahn, anhand des Raketenhecks, das da vor dem Bahnhof liegt und ganz klar eine Seriennummer aufweist, die ukrainische Armee schon nachweislich früher eingesetzt hat, habe ich wirklich ganz wenig Zweifel, dass der Beschuss von der ukrainischen Seite erfolgt ist und auch der vormalige ukrainische Generalstabschef Muschenko hat sich ja regelrecht damit gebrüstet, wie toll seine Armee diese Tochka-Us eingesetzt hat im Donbass. Und er hat in einem Interview mit einer ukrainischen Online-Plattform eine Anzahl von 100 Geschossen genannt, die ukrainische Armee allein zu seiner Zeit, damals 2000, von Juli 2014 bis Februar 2015 verschossen hat in die sogenannten Separatistengebiete. Und wenn man berücksichtigt, dass diese Tochka-U-Raketen ja nicht von ungefähr von den Russen ausrangiert worden sind, sie sind veraltet, die können Fehlfunktionen aufweisen. Wenn man auch bedenkt, dass die ukrainische Armee jetzt massiv der Territorialverteidigung, der sogenannten, also das sind so Reservisten, Amateure und eine ziemlich bunt zusammengewürfelte Truppe, schwere Waffen überlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass entweder es eine Rakete einfach die falsche Flugbahn genommen hat, eine Fehlfunktion aufgewiesen hat, oder dass diese
Territorialverteidigung, die solche Waffen nicht professionell beherrscht, ein Koordinatenfehler unterlaufen ist. Oder ich schließe nicht aus, dass das auch eine gezielte Provokation gewesen sein kann, um dann den Russen die Schuld in den Schuh zu schieben. Zumindest von den nationalistischen Teilen der ukrainischen Streitkräfte, die ja nicht nur aus der regulären Armee bestehen, sondern auch aus den sehr stark motivierten und ultranationalistischen freiwilligen Verbänden. Was könnte denn ein Motiv dafür sein, die Russen noch mehr zu dämonisieren, als sie es jetzt ohnehin schon sind? Die Russen zu dämonisieren und daraus natürlich auch einen Profit zu schlagen, weil das ist ein Propagandakrieg, der neben dem eigentlichen Krieg auch ganz massiv geführt wird. Und wie nach Bucha, es ist auch in den Telegram-Kanälen zu lesen, die zumindest von sich behaupten, jetzt ukrainische politische Inside-Ansichten dann zu spiegeln, ist natürlich nicht unabhängig überprüfbar, aber zumindest das sind pro-ukrainische Kanäle, die nach Bucha regelrecht gejubelt haben, dass jetzt so ein Dammbruch passiert sei, dass jetzt schwere Waffen an die Ukraine geliefert würden, dass jetzt im Westen keine Hemmungen mehr bestehen angesichts dieses sogenannten Massakers, das nach den Informationen, die ich zusammengetragen und analysiert habe, das überhaupt kein Massaker gewesen sein kann von den Russen. Wenn wir jetzt Bucha ansprechen, dann, also erstens ist keine Untersuchung, hat keine Untersuchung stattgefunden dort. Zweitens, wenn man sich die Zeitschiene anguckt, am 29. März einigen sich die russische und die ukrainische Delegationen bei den Friedensgesprächen in Istanbul unter anderem darauf, dass die Russen in der Umgebung von Kiew deeskalieren und ihre Truppen abziehen. Na, wie blöd muss man denn sein, wenn man auf der politischen Ebene so eine Entscheidung trifft, auf der militärischen oder auf der unteren Ebene so ein Verbrechen zu begehen, auch wenn man das jetzt mal sagen wir mal zynisch betrachtet. Okay. Zweitens, am 30. März, ein Tag nach der Vereinbarung von Istanbul, ziehen dann die russischen Truppen komplett aus Bucha ab, wo sie übrigens ständig in diesen 4 Wochen, da sie die Stadt besetzt hatten, unter Beschuss lagen durch die ukrainische Artillerie. Am 31. zieht da die erste Einheit in Bucha ein, die erste ukrainische Einheit. Und zwar keine geringere als die ultranationalistische Truppe von dem sogenannten Bootsmann. Das ist der Norm der Gär eines Rechtsradikalen, Sergei Korotkin. Seine Truppe zieht einen durch Bucha. Es gibt ein Video, das sie selbst gefilmt haben, das sie später gelöscht haben, wo ein Soldat seinen Vorgesetzten fragt, guck mal, da sind welche Typen ohne blaue Binden, das Erkennungszeichen der ukrainischen Armee. Darf ich auf sie schießen? Klar. Feuer frei, sagt sein Vorgesetzter. Und tatsächlich an vielen Toten, an vielen Leichen sind da diese weiße Binden zu sehen. Genau, ja. Am selben Tag oder einen Tag zuvor sogar macht der Bürgermeister von Bucha, Herr Fedoruk, eine jubelnde, triumphierende Ansprache, dass seine Stadt von den Orks befreit sei und dass ein großer Tag der Freude ist. Mhm. Wie kann denn ein Bürgermeister von einem Tag der Freude sprechen, wenn da, ja, Zivilisten abgeschlachtet worden sind. Er scheint völlig wirklich unbekümmert zu sein und ja, wirkt auch so. Man braucht sich nur seine Ansprache anzuschauen. Dann eben diese Bootsmann-Truppe, die auf Leute schießt, die keine blauen Binden, sprich weiße Binden tragen. Ja. Und dann auch noch am nächsten Tag die Polizeieinheit. Das ist allerdings schon die reguläre ukrainische Truppe, von denen man zumindest erwarten soll, dass sie einer gewissen Disziplin unterliegen. Aber ihr Auftrag ist auch, die Stadt von den russischen Kollaborateuren zu säubern.
und Säuberung, das ist ein verdammt brutaler Begriff. Ja. Und wer weiß, weil es als russischer Kollaborateur dann auch eingestuft wird. Reicht dafür, eine weiße Binde zu tragen, reicht dafür, wie es auch auf vielen Bildern zu sehen ist, dass neben den Leichen diese Tüten liegen mit den russischen Soldaten-Tagesverpflegung in so einem typischen olivgrünen Tüten. Mhm. Reicht das, wenn die Leute von den Russen diese Soldatenverpflegungsverpackungen oder Tüten angenommen haben, sie als Kollaborateure dann anzusehen? Und das ist wirklich schwer vorstellbar, dass die Russen zuerst ihre Soldatenrationen verteilen und dann auch die Leute, pardon, gleich auch abknallen an Ort und Stelle, wo sie eben von dem Kamerateam aufgefunden wurden, mit diesen Verpflegungstüten gleich neben den Körpern verstreut. Es sind wirklich zahlreiche Beispiele. Oder dieses Massengrab an der Kirche. Von diesem Massengrab gibt es ein Video, das am 12. März schon online gestellt wurde, einen Tag zuvor gefilmt wurde. Da wurde in Abstimmung zwischen den örtlichen Behörden und dem russischen Militärkommando, da wurden die Zivilisten bestattet, die im Kreuzfeuer der beiden Seiten umgekommen sind. Und einer der Bestatter spricht von 33 Körpern, die dort in diesem Massengrab beerdigt werden. Später allerdings wurde dieses Massengrab auch als ein Zeichen eines russischen Kriegsverbrechens dann unter anderem auf dem Telegram-Kanal von Nechta dargestellt. Und Nechta ist schon ein richtig krass antirussischer Kanal von weißrussischen Oppositionellen, die in Warschau ansässig sind. Mhm. Und sich ja regelrecht auch damit brüsten, dass sie von der polnischen Regierung dann betreut und von den polnischen Geheimdiensten abgeschirmt werden. Also das ist schon ein sehr, sehr dubioser Kanal, muss man sagen, das durch mehrere Fakes aufgefallen ist. Und sie haben, zumindest soweit ich das zurückverfolgen konnte, die Sache mit dem Massengrab in Verbindung mit den angeblichen russischen Gräueltaten als erste in Verbindung gebracht. Und das ist ein Fake. Hm. Das ist nachweislich ein Fake. Das sind die Opfer von dem Kreuzfeuer, von Feuergefechten. Oder eben vom Beschuss der ukrainischen Artillerie, was unter anderem auch ganz klar zu sehen ist. Also die schrecklichsten Bilder, die sind in der Jablonskaja-Straße entstanden. Das ist die Straße im Süden von Bucha, die direkt auf den Nachbarort Irpin zuführt. Und in Irpin lagen die Stellungen der ukrainischen Artillerie. Und ja, ich kann ja sagen, ich war ja selbst, habe meinen Wehrdienst bei der Artillerietruppe verbracht. Und ich kann sofort Mörsergranaten, diese typischen flachen Trichter, erkennen, die mit denen die Straße übersät ist. Und da liegen auch die Körper in der Nähe von diesen Trichter, von diesen Mörsergranateneinschlägen. Es ist liegt verdammt nah anzunehmen, dass das der ukrainische Mörserbeschuss war, der natürlich auf die russischen Truppen abzielte, aber dass die Leute, die da unterwegs waren in der Straße, einfach dadurch erwischt wurden und als Kollateralschäden von der ukrainischen Artillerie, die ja nur auf Koordinaten geschossen haben soll, einfach in Kauf genommen wurden. Also es sind sehr viele Hinweise, sehr viele oder eben Fakten, wie zum Beispiel diese Granatentrichter und eine aus dem Boden hervorschauende, also so auch ein Heckteil einer Mörsergranate, das auch aus der Richtung von Irpin eingeflogen ist. Darauf weist ja der Winkel hin und auch die Geodaten, die dann die Flugbahn rekonstruieren lassen, die eine gezielte Massenerschießung der Zivilisten durch die russische Armee ausschließen. Mhm. Und es sind auch zahlreiche Videos im Netz online, wie die Russen betont ukrainische Kriegsgefangene human und gut behandeln. Ja, es ist auch ein Teil der Kriegsführung, dass sie natürlich die ukrainischen Soldaten dazu animieren wollen, sich zu ergeben. Aber und sie versuchen jetzt auch natürlich die russische Armee, die vor allem die Bevölkerung auf ihrer Seite zu gewinnen. Das auch in den Gebieten um Cherson oder Melitopol, wo die russischen Truppen liegen, das ist ja wirklich die primäre Aufgabe für sie oder auch in diesem fast
komplett zerstörten Mariupol, was eine unheimliche natürlich, Tragödie ist, versuchen die Russen ganz stark die Bevölkerung auf ihrer Seite zu gewinnen, die davon zu überzeugen, dass sie keine Feinde sind, was von Anfang an so die Botschaft war, dass sie nicht gegen die Zivilbevölkerung kämpfen, was natürlich hier durch diese massive Propaganda, die ukrainische Propaganda komplett 1:1 übernimmt oder gar noch verstärkt, vielleicht wild klingt, aber so ist es. Wenn die Russen damit tatsächlich ernst meinen, das tun sie, wenn sie auch die Kriegsgefangene so human behandeln und beim Austausch sieht man das auch auf den Bildern. Das sind ja gut gepflegte Leute, die dann der ukrainischen Seite übergeben werden, in Austausch für russische Gefangene, die ja furchtbar malträtiert werden, was auch die Ukrainer fast schon stolz dann auch diese grausamen Bilder online stellen, wie sie die russischen Kriegsgefangenen erschießen, verstümmeln, erhängen und so weiter. Wozu dann, wenn es einfach auch mal abgesehen vom Humanismus oder Gerechtigkeit und so weiter, wenn sie einfach diese pragmatische Aufgabe verfolgen, die Bevölkerung auf ihrer Seite zu gewinnen, wozu, um Gottes Willen, sollen sie dann in Bucha auch noch so brutal vorgegangen sein, wo, und das geben auch die ukrainischen Aktivisten vor Ort zu, wo sie keinem Widerstand begegnet sind. Die Bevölkerung verhielt sich von neutral bis freundlich zu den russischen Truppen oder zumindest neutral in ihrer Mehrheit. Es gab überhaupt keinen Grund dafür, eine solche Gräueltat zu begehen oder Zivilisten zu erschießen, zumal die russische Armee auch in den ständigen Kämpfen mit der ukrainischen eingebunden war. Und um dann auch noch die Spuren dieses angeblichen Verbrechens so evident sozusagen auf dem silbernen Tablett zu präsentieren. Aber diese Bilder sind jetzt in der Welt, ne? Also das lief auf allen Nachrichtenkanälen. Jeder hat von Bucha Bilder gesehen oder jetzt jüngst von dem Raketenangriff. Und Selenskyj oder Vitali Klitschko nehmen dann Worte in den Mund wie Völkermord oder Kriegsverbrechen. Und das ist jetzt drin, das ist eingebrannt im Gehirn der Konsumenten dieser Nachrichten. Und Russland dementiert zwar solche Meldungen und bittet darum, dass der Weltsicherheitsrat es mal ordentlich untersucht. Aber Großbritannien, die da den Vorsitz haben, möchten das ja nicht. Also wird ja es wird keine Gegendarstellung kommen. So ist es. Und das wird dann auch in den Meldungen in der deutschen Presse immer auch am Ende rangehängt. Der Kreml dementiert oder bestreitet besser noch, um sofort auch Misstrauen hervorzurufen. Aber das ist doch, wenn jemand beschuldigt wird, dann ist derjenige, der beschuldigt, selbst in der Bringschuld, die Beweise dafür zu erbringen. Und Beweise, ja, es gibt diese grausamen Bilder von den toten Menschen in den Straßen oder in einem Massengrab, wo einem einfach die Sprache wegbleibt. Aber bei aller Emotionalität und bei aller Tragik, es gibt keine Beweise dafür, dass die Russen waren und dass diese Erschießung gezielt war und dass die Russen überhaupt ein Motiv hatten dafür, diese Menschen zu erschießen. Im Gegenteil, diese Bootsmann-Truppe, diese nationalistische Bootsmann-Truppe, hat er sehr wohl ein Motiv, wenn sie dann Leute mit den weißen Binden sah, die sie per se als Feinde ansehen, auf sie zu ballern. Also zumal das auch eine Einheit ist, die nicht der Armeedisziplin unterliegt, sondern eine sich weitgehend verselbstständigte Waffennarren-Einheit ist. Dazu noch sehr stark ultranationalistisch motiviert. Auch bei Kramatorsk. Woher sollen die Russen dann diese Tochka-U-Rakete herhaben, die zum einen die ukrainische Seriennummer aufweist, zum anderen auch aus der Richtung eingeflogen ist, wo die ukrainischen Truppen liegen, und zum dritten
ja, die Russen haben ja diese Waffensysteme nicht. Dagegen werden jetzt, da werden jetzt Bilder dagegen gehalten von dem russisch-weißrussischen Manöver, wo angeblich diese Tochka-U-Abschussrampen zu sehen sind. Und tatsächlich hat die weißrussische Armee immer noch in ihrem Bestand auch welche, so wie die ukrainische Tochka-U, aber nicht die russische. Mhm. Und diese Manöverbilder haben mit dem Krieg in der Ukraine nichts zu tun. Die sind früher entstanden, im Winter, entweder Ende 2021 oder Januar 2022, haben wirklich nichts mit dem russischen Kriegseinsatz in der Ukraine zu tun. Wie bewertest du den Kriegseinsatz Russlands überhaupt in der Ukraine? Hast du damit gerechnet und kannst du es verstehen oder gar gutheißen? Gutheißen, also wie kann überhaupt man einen Krieg gutheißen? Natürlich nicht. Es gibt ja viele, die sagen, das musste so kommen, es ging gar nicht anders. Oder man hat Russland ja mehr oder weniger gezwungen. Das ist die andere Sache, dass dieser Krieg aus fast schon der zwangsläufigen Logik der vorausgehenden Entwicklungen entstanden ist. Aber der Krieg an und für sich, egal wie man ihn nennt, Spezialoperation. Übrigens, rechtlich gesehen hat weder Russland der Ukraine noch die Ukraine Russland den Krieg erklärt. Also das ist so eine böse Ironie sozusagen des Lebens, dass das tatsächlich als eine Militäroperation rein völker- und kriegsrechtlich bezeichnet werden soll. Nichtsdestoweniger ist es natürlich ein verdammter, brutaler Krieg. Ja. Und zwar auf beiden Seiten natürlich. Und da ist überhaupt nichts zu beschönigen. Aber dass dieser Krieg dann in vollem Ausmaß am 24. Februar ausgebrochen ist, als Russland dann mit seiner Militärmacht in der Ukraine einmarschiert ist, negiert auch nicht den Umstand, dass dieser Krieg schon seit 8 Jahren geschwelt hat in der Ostukraine. Und der wurde in Deutschland überhaupt nicht wahrgenommen. Da sind auch Kinder gestorben. In Donetsk, da wünsche ich mir, dass die deutschen Korrespondenten, die nach Donetsk ab und an gekommen sind, auch mal bei dieser Allee der Engel vorbeigeschaut hätten, wo die Kinder, die im ukrainischen Beschuss gestorben sind, wo es ein Mahnmal für diese Kinder steht. Warum hat kein deutsches Medium dieses Mahnmal gezeigt, diese Allee der Engel? Warum hat kein deutsches Medium die Zerstörung von Wohnhäusern, Schulen, Krankenhäusern in Donetsk und Lugansk gezeigt durch die ukrainische Artillerie? Und ja, die ukrainischen Soldaten haben auch diese Videos online gestellt. Die Laune gut bei der Truppe, wir schießen auf die, wir ballern heute auf die Separatisten. Ja. Es gibt eine Unmenge von diesen Videos online, auch von den Nazi-Fahnen über den ukrainischen Stellungen, die sie da stolz gehisst haben. Oder jetzt auch neulich in der britischen The Sun. Da steht auch, ich glaube, das ist auch in Bucha, ein ukrainischer Soldat mit einer Weste, wo hinten Waffen-SS Galizien steht. Das sind ihre historischen Vorbilder leider. Das gehört auch zur Wahrheit, muss man sagen. Ja, an diesem Krieg ist überhaupt nichts schön zu reden. Aber es ist auch schwer zu übersehen und unmöglich zu negieren, dass dieser Krieg eine wirklich in der brutalen Logik der vorausgegangenen Entwicklungen liegt. Hättest du dir gewünscht, dass Russland anders agiert? Oder gab es eine... Was hättest du denn als russischer Außenminister Putin empfohlen? So, auf jeden Fall. Ich war, muss ich sagen, selbst ziemlich unter Schock, als der Krieg in diesem Ausmaß begonnen hat. Also ich habe, obwohl ich es noch einmal betone, diese fatale Entwicklung hat vor 8 Jahren ihren Anfang genommen. Aber das versteht man erst wahrscheinlich im Nachhinein. Als der Krieg begonnen hat, war ich selbst, muss ich sagen, fassungslos. Also ja. Ich habe nicht mit einer Eskalation in diesem Ausmaß gerechnet. Ich habe auch in meinen Kommentaren selbst diese Meldungen der westlichen Geheimdienste für Fakes im Sinne der Weißpulver-Retorte von Colin Powell gehalten. Und was ich mir hätte vorstellen können, ist, dass wenn die Ukraine tatsächlich den Plan, den Donbass gewaltsam unter ihre Kontrolle zu bringen und dann sozusagen zu säubern, umsetzen sollte, dass Russland dann
gezwungen wäre, zurückzuschlagen. Aber dass Russland dann in der Ukraine einmarschiert, jetzt behaupten viele russische Quellen, dass da Dokumente gefunden worden sind, dass die ukrainische Offensive im Donbass unmittelbar bevorstand. Das bleibt natürlich nur eine Spekulation. Und die Echtheit dieser Dokumente ist schwer überprüfbar. Aber natürlich diese Absicht, Donbass mit Waffengewalt zu nehmen, die war alle 8 Jahre vorhanden. Auch dass die Minsker Abkommen nicht umgesetzt wurden von der ukrainischen Seite, dass die dort vereinbarten Punkte nicht umgesetzt wurden, wie zum Beispiel Amnestie gegenüber den Kombattanten, wie die Selbstverwaltung für die Gebiete Lugansk und Donetsk, trotz der Veränderungen in der ukrainischen Verfassung, die da tatsächlich vorgenommen worden sind. Das bleibt auch unbestreitbar. Und dass diese Kriegspartei in der Ukraine die Politik dominierte, das kann man auch anhand eines Videos absehen, das jetzt auch im Netz kursiert, wo Zelensky bei seinem Frontbesuch 2019/20 gefilmt wurde. Ich kann jetzt das Datum vielleicht gar nicht bei der Datierung daneben greifen, aber es geht um ein Gespräch zwischen Zelensky und einem Soldat, wo Zelensky sagt, ich habe jetzt einen Abzug schwerer Waffen befohlen von der Front, und der Soldat trotzdem sehr frech und sagt, ja, also sinngemäß interessiert uns nicht, Junge, was du uns sagst. Dann, natürlich kriegt Zelensky so einen Kamm und versucht da den Soldaten sozusagen zurechtzuweisen, aber der trotzdem einfach. Und da merkst du, dass ein einfacher Soldat seinem Oberbefehlshaber so frech dagegen hält, dass er ihn überhaupt nicht für eine Autorität hält, dass er beim Abzug der Waffen sagt, nein, wenn du uns diesen Befehl gibst, wir führen ihn nicht aus. Wir bleiben hier und Schluss. Also wir ziehen unsere Sache durch. Daran kam dann auch schon an diesem kleinen Beispiel. Es ist vielleicht nur die Spitze des Eisberges. Absehen, wie viel Macht, wie viel eigentlich Entscheidungskraft Zelensky vor allem bei der Truppe, auch bei diesen Teilen der Truppe hatte, die bekannt sind als diese berüchtigten Nationalistenverbände. Solche Figuren in diesem Schachspiel wie Zelensky oder Putin, wie viel Einfluss, wie viel Macht haben die denn tatsächlich in diesem weltpolitischen großen Spiel? Wir haben ja die Theorie, dass es eine Weltregierung geben soll, die mehr oder weniger gerade vor unseren Augen entsteht, und diesen militärisch-industriellen Komplex und dieses Ost-West-Denken oder diese Hegemonie der USA langsam ablösen. Das passt aber nicht zusammen mit dem Konflikt NATO gegen Russland aktuell, in meinem Verständnis. Wie bewertest du das? Worum geht es hier gerade eigentlich? Es geht hier um wirklich die fundamentale Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO. Mhm. Und Ukraine ist praktisch ein, ja, das ist sogar mehr als ein Stellvertreterkrieg, weil die NATO dort nicht nur mit Waffenlieferungen eingebunden ist, sondern auch mit Ausbildern, mit praktisch mit Logistik, mit der Spionage, mit direkter, mannigfaltiger Unterstützung der ukrainischen Armee vor allem. Und Zelensky ist jetzt mehr oder weniger eine Symbolfigur. Er gewann die Präsidentschaftswahlen 2019 mit den Versprechungen, den Krieg zu beenden, die ziemlich rigorose Sprachgesetzgebung zu liberalisieren, das heißt die russischen Sprache auch die Freiheit zu geben. Und er kam und natürlich auch ganz stark bespielte er die Schiene der Korruption und dass Poroschenko, dass die alte Filz,
ist praktisch das gleiche wie Janukowitsch, der diese weggeputschte, angeblich pro-russische Präsident, der natürlich nie im Leben pro-russisch war. Und unter diesen Parolen kam er an die Macht und innerhalb von kürzester Zeit macht er eine 180-Grad-Wende. Der Krieg wird nur noch verschärft, die Eskalation wird verschärft. Es wird wirklich offensichtlich diese kriegerische Lösung der Donbass-Frage vorbereitet. Oder zumindest wird das so gezeigt für das Publikum. Selenskyj spricht sogar von Nuklearwaffen und das wird jetzt auch belächelt im Westen als Fantasie. Er sagt es allerdings sogar zweimal bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dass die Ukraine, zuerst deutet er das an, dass die Ukraine das Memorandum von Budapest revidieren will, das dem Land den Besitz von Nuklearwaffen verbietet. Und dann noch deutlicher sagt er das in einem Townhall-Gespräch mit Christian Amanpour, dass die Ukraine nur dann, so nah am Text, sich dann sicher fühlen kann, wenn sie eine starke Armee hat, wenn sie ein Teil der NATO ist und wenn sie die Nuklearwaffen besitzt. Und wenn man bedenkt, dass Ukraine die Technologie besitzt, also die Ukraine hat Uranvorkommen, die Ukraine hat die nötige Expertise, die Ingenieure, das Kernphysikalische Institut im gerade umkämpften Kharkov, mehrere Forschungsreaktoren, das klingt überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht aus der Welt, dass die Ukraine innerhalb von relativ kurzer Zeit eigene Atomwaffen hätte aufbauen können. Das sagt ein Präsident, der vor knapp 3 Jahren an die Macht gekommen ist, mit völlig gegenteiligen Versprechungen. Wie kann es denn sein? Also entweder steht er zu seinen Überzeugungen oder er ist selbst nur ein Spielball in der Hand anderer Mächte. Es ist ein charismatischer Mann, gut aussehend, bekannt aus Funk und Fernsehen, mit großer Beliebtheitsgrad. Denkst du nicht, dass man ihn einfach eingesetzt hat, weil er so ein Sympathieträger ist, weil er, wenn er salbungsvolle Worte von sich gibt, Frieden und Völkerfreundschaft, dass man dann mit Handkuss so einen Kandidaten wählt? So charismatisch oder wirklich so beliebt ist er vor allem jetzt geworden, wo er jeden Tag in eine Videoansprache in einem weiteren Parlament hält oder einem internationalen Gremium. Und natürlich als erfahrener Schauspieler macht er seine Sache gut. Ich habe aber eine interessante Analyse gelesen in den ukrainischen Quellen, was Selenskyj von Poroschenko fundamental unterscheidet und warum unter Poroschenko es zu einem großen Krieg nie gekommen wäre, weil bei Poroschenko sein definierender, sozusagen bestimmender Charakterzug sein Geiz ist und dass er die Ukraine als eine Art Ukraine GmbH behandelt hat, als sein eigenes Unternehmen, wo er dann als Oberbefehlshaber bei sich selbst als Waffenfabrikant dann Waffen gekauft hat für die eigene Armee und wo er sich dann mit den Oligarchen immer gut zu verständigen wusste und wo er dann als Oligarch einen großen Anteil an diesem Kuchen zusichern konnte. Aber eine Eskalation bis zum Äußersten hätte Poroschenko laut dieser ukrainischen Autor nicht zugelassen, weil es eben seine Reichtümer, sein Besitz, sein Imperium hätte dann natürlich zerstören oder arg gefährden können. Im Unterschied zu Poroschenko ist Selenskyj vor allem durch Ehrgeiz und Eitelkeit getrieben. Er ist ein Schauspieler, er sonnt sich natürlich im Rampenlicht. Er genießt das Rampenlicht und die Anerkennung des Publikums. Deswegen mag er große Auftritte und große Bühnen, wie unter anderem zum Beispiel die Sicherheitskonferenz, zu der hinzureisen ihm Joe Biden ausdrücklich abgeraten hat. Er ist trotzdem gereist, um auch dort auf der Bühne zu brillieren und eine Rede zu halten und einen Applaus dann zu genießen. Das merkt man ihm auch an, dass er diese Rolle des Sympathieträgers sehr, sehr genießt. Und
Natürlich ist alles, was jetzt publiziert wird, mit großer Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, zumindest für meine Beobachtung, hat das schon einen verdammt großen wahren Kern dahinter, diese so vergleichende Psychogramm von Poroschenko und Selenskyj. Also du würdest es wirklich von, also was weltpolitisch passiert, auch von einzelnen Akteuren abhängig machen. Also du traust zu, dass die wirklich die Macht haben, Truppen in Bewegung zu setzen. Ja, laut Leo Tolstoi sind das immer die Massen, die die Geschichte entscheiden. Und bei den Akteuren kommt es natürlich darauf an, inwieweit sie die Stimmung der Bevölkerung repräsentieren und wiedergeben, inwieweit sie dann auch für die Mehrheit der Bevölkerung vertretend stehen und diese aufgreifen. Deswegen ist es immer natürlich eine Kombination aus dem Druck sozusagen von unten, aus den Stimmungen in der Bevölkerung und natürlich dem Willen und den Handlungszwängen der politischen Akteure. Was hältst du von dieser Theorie des Great Reset vom Weltwirtschaftsforum? Durch den Krieg, durch die jüngste Entwicklung stark in den Hintergrund verdrängt worden. Oh, schwer zu sagen. Also es ist natürlich wirklich fast schon gefundenes Fressen für allerlei Verschwörungstheorien, auch im Sinne einer Weltregierung. Klar, natürlich, es gibt wirtschaftliche, internationale, globale Eliten, die einen großen Einfluss haben und auch diesen Einfluss politisch gern ausüben. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern, wenn man mal, Verschwörungspraxis. Aber andererseits, ist es trotzdem für mich nicht, was ich für die entscheidende Kraft für wirklich etwas halten würde, was tatsächlich sozusagen the hand that rocks the cradle, also die Hand, die die Krippe, oder wie heißt es auf Deutsch, schaukelt, sondern einfach ein Teil dieser Welt, ein Teil der Machteliten, der politischen Wirtschaftseliten, die natürlich verbunden sind, die gewisse Netzwerke aufbauen. Oft bewegen sich diese Netzwerke im Schatten. Oft agieren sie auch sehr geschlossen, sehr intransparent und suspekt. Bilderberggruppe, ein klassisches Beispiel dafür. Oder die diversen proatlantischen Vereine in Deutschland, die sich zwar nicht so ganz verstecken, aber auch nie in Erscheinung treten. Und du findest auch nie eine Einordnung bei einem führenden deutschen Journalisten, der sei Mitglied in der Atlantikbrücke e.V. und in der German Marshall Foundation und bei Aspen Institute. Nein, das gehört sozusagen nicht zur Einordnung. Wobei das aus meiner Sicht verdammt stark dazu gehört, zu Transparenz gehört. Und einen natürlich charakterisiert, vor allem wenn jemand öffentlich auftritt als der Tagesschau-Moderator oder der Herausgeber von einer großen Wochenzeitung oder ein politischer Redakteur oder gar Ressortleiter auch bei einem großen deutschen Politmagazin. Das gehört auch dazu. Und diese Netzwerke, die verfolgen natürlich ihre Interessen. Das ist zynisch, aber das ist ja auch legitim. Sie machen es offenbar gut. Sie haben dann auch großen Einfluss, vor allem in der medialen Branche. Und sie haben es auch geschafft, überhaupt das aus dem Diskurs komplett zu vertreiben. Und wenn man dieses Thema anspricht, dann landet man oder wird man schnell sozusagen in den Topf mit den Verschwörungstheoretikern verbannt. Ach, das wird alles der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber eine wirklich ernsthafte Diskussion darüber, welchen Einfluss diese Netzwerke haben und warum eine Karriere in den Mainstream-Medien unmöglich ist, wenn man nicht entweder diesen Vereinen angehört oder nicht ihre Linie befolgt, die fehlt. Ja, also was mich so zu diesem Gedanken veranlasst, dass vielleicht der große Plan dahinter steht,
dieses große amerikanische Think Tank RAND Corporation, die schon vor 3 Jahren genau prognostiziert haben, wie man einen Krieg mit Russland provozieren kann oder Russland provoziert, einen Krieg zu beginnen, womit es sich wirtschaftlich vollkommen isoliert. Genau. Spielst du darauf an? Ja. Und das wissen doch die Russen. Also die haben doch gute Geheimdienste und wissen genau, was da sich amerikanische Thinktanks ausdenken. Und dennoch läuft scheinbar alles nach Plan. Und wenn das Weltwirtschaftsforum, allen voran Klaus Schwab, den Frieden sich in der Welt wünscht und Gerechtigkeit. Klaus Schwab steht doch auf gutem Fuß mit Zelensky, mit Putin, mit Baerbock, mit Macron und mit Biden. Mhm. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr sagen, alle an einen Tisch. Wir machen jetzt Friedenspolitik. Also es wäre so einfach, wenn gewollt. Und das drängt dann bei mir wirklich die harte Vermutung, das ist alles Teil des Plans, das ist gewollt. Es soll richtig schön deeskalieren, Russland dabei schön isolieren und schwächen, wunderbar. Denn in Russland, diesem unermesslich reichen Land, sind viel zu viele Russen. Das sollte doch lieber uns Vermögensverwaltern gehören, was dort an Schätzen schlummert. Und wir teilen die Welt unter uns auf. Also wir, die kleine Minderheit der Eliten. So, das ist so das Einzige, was für mich noch Sinn macht, weißt du? Ich kann mich da natürlich vollkommen verrannt haben und täuschen und so viele Verschwörungstheorien gelesen haben. Also Russland verstand sich, oder zumindest die gebildete Schicht, als Teil der europäischen Kultur, also der westlichen Kultur. Vielleicht war das auch zum Teil ein Selbstbetrug, weil dieses Projekt sozusagen Westintegration von Russland, wie es sich jetzt erweist, war nicht so richtig genuin, sondern mehr sozusagen Russland wurde geduldet, vor allem natürlich in den 90er, als das Land wirklich kaputt war, wirtschaftlich, militärisch, in jeder Hinsicht, zerrissen auch in blutige Bürgerkriege und Konflikte. Involviert, sei es Tschetschenien, sei es der Putschversuch von 1993 in Moskau, als ich gerade für den deutschen Sender gearbeitet habe, und wir haben sehr viel darüber berichtet und das gefilmt, das steht mir nach wie vor bildhaft von den Augen, der Krieg in den Straßen von Moskau. Russland in den damaligen Zustand wurde vom Westen akzeptiert. Ja. Russland, wie es eine weitere Entwicklung genommen hat, seine Auslandsschulden abbezahlt hat und sich dann auf seine Interessen auch besonnen hat. Nehmen wir mal den Jugoslawienkrieg, den Russland natürlich vehement damals sich dagegen gestemmt hat. Aber Russlands Stimme wurde überhaupt nicht erhört. Der Westen, die NATO, auch Deutschland, die haben das einfach durchgezogen, weil es in das damalige politische Kalkül gepasst hat. Mhm. Serbien anzugreifen, Kosovo abzuspalten, dort die größte US-Militärbasis im Balkan, wenn nicht gar in ganz Europa aufzubauen, Steel Band, und damit auch einen russischen historischen Verbündeten natürlich massiv zu schwächen. Mhm. Russland hat protestiert. Was hat es genützt? Gar nichts. Deswegen diese spätere Entwicklung, dass Russland erfahren hat in den 2000ern, in den 10er Jahren, hat fast schon unausweichlich zum Konflikt mit der EU und mit der NATO geführt, der dann in diesem Krieg um die Ukraine kulminiert hat. Und du sagst, dass das Ganze erst seit 2014 eskaliert hat. Aber 2014 war für mich eher so ein Dammbruch, als es dann auch schon salonfähig geworden ist, Russland offen anzufeinden, geschweige denn jetzt. Denn das war schon unterschwellig durchaus vorhanden, auch vor dem Kiew, vor dem Putsch, vor dem Maidan in der Ukraine. Allein schon, wenn du dich vielleicht erinnerst an die Olympischen Spiele in Sochi, ja, wie da gespottet wurde oder wie da auch wirklich furchtbar auch, könnte ich schon sagen, mein Sender ZDF über die Anschläge in Wolgograd berichtet hat, als
da zwei Bomben hochgegangen sind. Eine im Bahnhof, die andere, glaube ich, in einem Passagierbus mit vielen Opfern. Und das Erste, was der Korrespondent dazu sagte, dass Putin uns jetzt sichere Olympischen Spiele verspricht. Und er kann nicht einmal zustande bringen, dass da in seinem Hinterhof und in unmittelbarer Nähe von den Olympischen Städten in Sochi, dass da Attentate verübt werden, Bombenanschläge. Also die Rede war nicht von den Opfern, nicht von dieser menschlichen Tragödie, sondern davon, dass das politisch, welche politische Auswirkungen das haben soll und wie das jetzt mit diesem Prestigeprojekt von Putin in Anführungszeichen überhaupt zusammenhängt. Es wurde, also es ist mit Verlaub eine Entmenschlichung, die jetzt seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht, die damals schon begonnen hat. Ivan, du hast vollkommen recht. Ich habe mir auch hier aufgeschrieben, die Vorurteile gegen Russland, die gab es schon lange vor 2014. Und nicht nur gegen Russland oder in Gestalt von Putin, sondern auch gegen russische Bevölkerung. Ich kann mich da an grottenschlechte Privatsenderformate erinnern. Also die Russen und wie sind denn die Russen? Also am besten die Frauen billigen Schmuck tragen oder Hauptsache viel. Ja. Und dann wird eigentlich rund um die Uhr wird Wodka getrunken und was weiß ich. Also so richtig, also man, es ist schon volksverhetzend. Also ich habe es als sehr, sehr unangenehm empfunden und es tut mir auch weh und ich schäme mich dafür richtig fremd. Und wie nimmt man denn das in Russland wahr? Ja, tatsächlich. Es gibt so einige gängige sozusagen Russen-Archetypen. In den 90ern, als ich selbst noch beim ZDF war, war es eine Babuschka, eine Oma, die da am Straßenrand gebettelt hat oder irgendwelche Habseligkeiten verhökert hat, um ihre Rente aufzupäppeln und die wurde dann bemitleidet. Dann der andere Archetyp ist natürlich der russische Ganove, der Mafiosi mit Tattoos und mit so einem dicken goldenen Ringen an allen Fingern und so weiter, der auch zusammenhängt mit dem russischen Oligarchen. Ja. Es sind natürlich im Westen sind es Mäzene und Unternehmer, in Russland sind es Oligarchen. Und diese wirklich mit diesen Archetypen wird dann so wirklich diese Karikatur von Russland in den deutschen Medien gebastelt. Und ja, ich muss sagen, das begann schon unterschwellig auch. Oder das habe ich auch zum Teil erlebt, vor allem auch im Tschetschenienkrieg. Da war die Sympathielage ganz klar. Natürlich die Tschetschenen, die Freiheitskämpfer, die jetzt um ihre Unabhängigkeit gegen diesen Leviathan Russland kämpfen. Ja. Alle Brutalitäten, die die Tschetschenen begangen haben, so wie jetzt die ukrainischen, das ukrainische Militär, wurden unterschlagen, ausgeblendet. Es gab nur natürlich die notleidende Zivilbevölkerung, die tatsächlich die Not gelitten hat, fragt sich nur, durch wessen Schuld. Und natürlich die brutale russische Militärmaschinerie, die dann so wie eine Walze über dieses arme Land rollte. So war natürlich die Darstellungsweise. Wirklich ohne Differenzierung. So war sie auch zum Teil in den russischen Medien selbst. Es war, also ein großer Teil der russischen Medien wurde damals von Großunternehmen besetzt und betrieben. Und was als die vermeintliche Pressefreiheit damals verkauft wurde oder wahrgenommen wurde im Westen, war in Wirklichkeit eine Schlammschlacht einiger, in diesem Sinne wirklich Oligarchen, wie zum Beispiel Wladimir Gusinski und Boris Berezovsky, die durch die Fernsehkanäle unter ihrer Kontrolle einfach gegeneinander diesen Psychokrieg geführt haben und zum Teil auch gegen das eigene Land, in dem der Kanal von Gusinski auch diesen Tschetschenienkrieg völlig aus der westlichen Perspektive dann auch gezeigt hat. Und da waren wirklich schon die Ansätze von dieser späteren Entwicklung durchaus zu sehen, um jetzt wieder auf deine erste Frage zurückzugreifen, die auch die Medienentwicklung in Deutschland, aber zum Beispiel wenn ich jetzt ein bisschen herumhüpfe, beim Spiegel ist sie einfach für mich unbegreiflich, also wirklich fatal. Von einem
von diesem Sturmgeschütz der Demokratie, dass tatsächlich alles, was so von der Politik kam, dem journalistischen Zweifel unterzog und der Überprüfung und einer gründlichen Recherche unterzog, zu einem Verlautbarungsblatt der Machthaber und der Geheimdienste. Die sind einfach jetzt wirklich ein willfähriges Instrument und Ausspielkanal für, ja, auch in der Causa Nawalny war das schon zu merken. Wenn Bruno Kahl oder der BND irgendwas absondern wollten, dann war es meistens der Spiegel, wo sie dann durchgestochen haben. Ja, es ist eine besonders harte Version von Novichok, die allerdings Nawalny Gott sei Dank unbeschadet überstanden hat. Oder Ähnliches. Ja, dann wurde es gezielt sozusagen geleakt an den Spiegel. Und Spiegel hat das ohne jeden Zweifel vermutlich 1:1 dann auch weitergegeben, ohne das zu überprüfen, wie eben im Falle dieses Plutoniumschmuggels, ja, das dank der Recherche des Spiegels aufgedeckt wurde. Ja, also diese Metamorphose, diese Verwandlung aus einem wirklich kritischen politischen Magazin, das tatsächlich den Regierenden sehr genau auf die Finger schaute, zu einer Verlautbarungstafel der Regierenden, der nenne es egal wie, Machtklasse, finde einen besseren Ausdruck. Das ist leider repräsentativ auch für die ganze Presse. Nur anhand von Spiegel ist es besonders, besonders bemerkbar. Ja? Also die FAZ, die war schon immer, ja, pro CDU oder ZDF war auch schon immer, ja, damals noch in den 90er sowieso, im Bett mit der Kohl-Regierung. Und insofern gab es dann nicht diese Animositäten wie beim Spiegel. Aber es gab wenigstens wirklich diese Vielfalt und unterschiedliche Darstellungsweisen. Aber mittlerweile, und das ist nicht nur jetzt so geworden, schon seit mindestens 10 Jahren, egal welchen Bereich du nimmst, welchen wirklich existenziell für die Gesellschaft wichtigen Bereich, ob die Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Finanzpolitik, Parteipolitik, die Wahlen, Landtagswahlen oder Bundestagswahlen, schlagen alle großen Medien in die gleiche Kerbe. Ob Syrien oder Ukraine, ob, ja, Russland ganz verstärkt oder der Euro. Du findest da wirklich nirgends eine fundamental abweichende Darstellung, beziehungsweise werden diese dann ganz scharf attackiert und praktisch delegitimiert. Ist das in Russland noch anders? In Russland ist es anders. In Russland, also erstens sind die Russen, vor allem diejenigen wie ich, die noch in der Sowjetunion geboren und auch zum Teil sozialisiert wurden, schon mit irgendwie, haben das in ihren DNA, alles mit großer Skepsis zu genießen, was so die offizielle Presse bringt. Das ist bei ehemaligen DDR-Bürgern auch so. Genau. Ja, da wussten wir, dass es so ein Spiel ist mit gewissen Regeln. Und die Russen sind schon eingefleischte zwischen den Zeilen Leser, zum einen. Zum anderen gibt es in Russland sehr wohl regierungskritische Medien. Jetzt zwar seit dem Beginn des Krieges zwei weniger, nämlich Echo Moskwi und der Fernsehsender Dost wurden geschlossen, was ich schade finde. Die Deutsche Welle. Die Deutsche Welle, das war die Retourkutsche für RT Deutsch. Und dafür muss ich sagen, habe ich Verständnis zumindest, wenn schon Deutschland sozusagen angefangen hat, dann hätte Russland das erwidern müssen. Und leider kam da die Deutsche Welle unter die Räder, wobei ich die beiden Vorgehensweisen für wirklich fatal und verheerend halte, was hier gegenüber RT Deutsch gemacht wurde. Auch von mir aus hätte die Deutsche Welle in Russland weiter senden dürfen, wobei es natürlich auch nicht ziemlich ungleicher sozusagen Austausch ist. Die Deutsche Welle hat nur ein relativ kleines Moskau-Büro geschlossen und hier wurde ein ganzer Kanal, eine große Redaktion, praktisch
dicht gemacht oder als mundtot gemacht. Wo waren wir denn? Ja, ich fragte dich, ob die Medienlandschaft noch, noch diverser ist als in Russland. Ja, und natürlich die Russen, die schauen die großen Fernsehkanäle, aber sie wissen, denn im Unterschied zu der ARD und dem ZDF, die von sich angeben, frei und unparteiisch zu sein, sind die russischen Kanäle durchaus, da ist sozusagen, was drauf ist, steht auch drin. Das ist die Regierungslinie. Die geben die Regierungslinie wieder, und das ist auch legitim so. Wenn du jetzt die Meinung der Regierung wissen möchtest, schaltest du Russia 1 ein. Und dann guckst du die Wichtig-Sendung und dann weißt du, wie die sozusagen staatstragende Sichtweise ist. Da macht auch niemanden Hehl daraus. Mhm. Ne? Wenn du hier die Tagesschau einschaltest, dann wird dir vorgegaukelt, dass es freier Journalismus wäre. Und da wird eben auch niemand als ein Mitglied in der Atlantikbrücke oder Aspen Institute auch eingeordnet, sondern als freie Journalisten, die natürlich niemand was vorzuschreiben hat. Ja, natürlich, weil sie da von sich aus selbst diese Gesinnung schon mitbringen. Und das ist ja auch der Unterschied. Und natürlich gibt es in Russland zahlreiche alternative Plattformen, die auch sehr nach wie vor, auch nach der Schließung von Echo Moskwy und TV Rain oder Dosht, was ich schade finde und falsch, nach wie vor senden. Hauptsächlich natürlich im Online, digital, aber in Russland ist die Internetabdeckung ist ja zumindest, also in den urbanen Gebieten, besser meistens als in Deutschland. Da kommst du einfach, wenn du wirklich dir diverse Quellen gegenüberstellen möchtest, auch an die Deutsche Welle Russisch, an BBC Russian, an die eigentlich russischen alternativen Quellen heran, ohne Probleme. Wir senden nach wie vor und diejenigen, die an einem die wirklich diversen, Multifacettenbild interessiert sind, die können es sich wirklich ohne Probleme auch anhand der russischen Medien durchaus zusammenstellen. Und es ist wirklich absolut grundfalsch. Ich weiß nicht, was da den deutschen Korrespondenten auch in Moskau und generell den deutschen Journalisten einfällt, zu behaupten, ach, alles, was, also jedes Mal, wenn die russischen Umfragen jetzt gesteigerte Zuspruch für Putin und und seine Regierung zeigen, dann heißt es, das ist natürlich die Propaganda. Und den Russen wird damit auch faktisch das eigene Urteil abgesprochen. Es wird dann auch suggeriert, dass die Russen nur sozusagen die unkritisch die Staatspropaganda fressen und sich damit ihr Weltbild machen. Das ist, um das Geringste zu sagen, eine boshafte Verdrehung. Und Staatspropaganda gibt es in Deutschland nicht minder als in Russland. Du hast mal, ich glaube, in einem Gespräch mit Albrecht Müller von den Nachdenkseiten ein Wort benutzt, was bei mir ganz schön eingeschlagen hat, nämlich Werterassismus. Also, dass wir Deutschen etwas zelebrieren gegenüber Russland. Also, wir sind ja vollkommen antirassistisch in Deutschland. Ja. Also, die Todsünde schlechthin, rassistisch zu sein. Aber wir sind eben die besseren Menschen als die Russen, die immer Krieg machen und immer so expansiv sind. Ja. Und nur der Propaganda. Und genau. Wie kriegen die Russen das eigentlich mit, wie Deutschland daher hetzt? Durchaus. Auf jeden Fall. Bisher haben ja Russen Deutschland gemocht. Ist das jetzt immer noch so oder verändert sich das gerade? Das verändert sich gerade und zwar sehr dramatisch. Sogar sehr lange, auch schon im Zuge dieser fortgeschrittenen Eskalation seit 2014, blieb trotzdem in Russland auch weitgehend das sehr positive Bild von Deutschland erhalten, ja. Das ich ja selbst immer mitgetragen habe. Jetzt seit dem Kriegsausbruch, aber schon einige Zeit davor, begann, auch zu meinem großen Leidwesen, aber das ist wohl
ja, unausweichlich, dieses Bild sich zum Negativen zu ändern. Und ja, in Russland bekommt man das natürlich mit. Es wird auch, Deutschland kommt auch ziemlich groß in der russischen Auslandsberichterstattung raus, wird natürlich sehr viel Platz und Aufmerksamkeit und Sendezeit der Deutschlandberichterstattung gewidmet. Denn Deutschland wird ja nach wie vor als für Russland eine sehr, früher eine vielleicht eng verbundene, heute nur eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Land, eine sehr wichtige Volkswirtschaft empfunden. Und was ich aber jetzt wirklich mit großer Sorge beobachte, dass dabei die kulturelle, die humanitäre, die menschliche Komponente immer stärker schwindet und dass da nur noch das Bewusstsein bleibt, ja, Deutschland ist wichtig als, als eine große Volkswirtschaft, als wirklich ein politischer, weltpolitischer Akteur, aber das, was mich auch in die Germanistik gebracht hat, das, ja, das Gefühl, um es mal mit einem Wort zu beschreiben, diese, ja, diese Verbundenheit und diese, diese Anziehungskraft, die zumindest auf mich Deutschland, seine Geschichte, seine Literatur, seine Sprache ausstrahlten, die ist jetzt in die Brüche gekommen. Das macht mich so traurig. Ja, mich umso mehr. Es gibt ja so unglaublich tolle Initiativen wie die Friedensfahrer, Druschba, um den Uwe Schadtauer und Rainer Rotfuß, das hast du ja mitbekommen, die nach Russland gefahren sind. Und in meiner Zeit bei Interdeutsch. Genau. Sowas müssen wir natürlich fortführen und intensivieren, dass wir zumindest als Zivilbevölkerung der anderen Zivilbevölkerung zeigen, wir haben kein Interesse daran, uns gegeneinander aufhetzen zu lassen oder Krieg miteinander zu führen. Wir möchten gerne auf der menschlichen und auf der kulturellen Ebene verbunden bleiben. Siehst du da Chancen aus der Zivilbevölkerung heraus? Bisher war die Friedensbewegung ja mit keiner guten Lobby gesegnet in Deutschland. Ja, aus der heutigen Sicht leider nicht. Und ja, du hast das Wort Friedensbewegung gerade ins Gespräch gebracht. Es ist ja auch sehr, sehr zu bedauern, dass diese Friedensbewegung erst heute dann plötzlich erwacht und alles bisherige irgendwie verschlafen hat. Und wie mein Kollege Jens Zimmer in einem Kommentar aus meiner Sicht völlig zu Recht gesagt hat, sie sind nicht gegen den Krieg, sie sind nur gegen Russland, gegen Putin. Die haben erst jetzt plötzlich entdeckt, oh, da ist Krieg. Und alles, was bisher war, das, was auch Krieg war, leider, haben sie einfach gut. Wenn etwas in der Tagesschau nicht stattfindet, das findet auch in der Welt nicht statt. Und das haben sie alles verpasst und verpennt. Und diese Friedensbewegung hat sich nie so richtig artikuliert. Und wenn sie dann versucht hat, sich zu artikulieren, wurde sie auch fertig gemacht. Auch durch diese mediale Darstellung. Sie wurde immer auseinandergenommen als Rechtsaußen, Linksaußen, als Putin-Agenten, Kreml-Versteher und ähnliches. Die wurden delegitimiert, die wurden verspottet, die wurden der Lächerlichkeit preisgegeben oder die wurden denunziert. Und ob das jetzt der Grund war, diese wirklich mediale Kampagne oder dass diese Friedensbewegung wirklich in der Substanz so schwach war, aber sie hat nie so richtig in Erscheinung getreten in diesen zurückliegenden Jahren. Sie hat nie so richtig auch den Machthabern Paroli geboten oder wirklich zu verstehen gegeben, ihr müsst verdammt jetzt überdenken und den Kurs wechseln, denn dieser Kurs führt uns direkt in den Abgrund, wo wir momentan auf schnellstem Wege hin sind. Schon. Ja, und jetzt plötzlich, gut, dass die Menschen auf die Straße gehen, um gegen den Krieg zu protestieren. Nicht so gut ist aber, dass für mein Empfinden sie nicht so sehr gegen den Krieg protestieren, sondern dass sie damit so ein Ventil finden, endlich mal den Russen eins auszuwischen,
was sie schon immer halt gewollt haben, aber bisher sich nur geniert haben. Also das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland ist seit 1945 nicht mehr so schlimm gewesen wie jetzt, fürchte ich. Und 1945 war es vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Ja, ich denke, als dann auch die Bevölkerung in Deutschland entdeckt hat, dass die Russen nicht so furchtbare Barbaren sind, wie die Goebbelsche Propaganda es ihnen weiß gemacht hat. Und was sie für einen Blutzoll zahlen musste in dem Krieg mit 27 Millionen ermordeten Sowjetbürgern. Und als vor allem die Deutschen damals, als den Deutschen damals gezeigt wurde, was da an Verbrechen die Nazi-Wehrmacht, die Nazis in der Sowjetunion verübt haben. Auch wenn Konrad Adenauer noch vor seiner Moskauer Reise 1955 gesagt hat, ziemlich verniedlichend, die Russen haben bei uns furchtbar gewütet, aber auch wir haben uns nicht so ritterlich dort benommen. Also die Sichtweise war auch nicht unbedingt so, dass diese Erkenntnis sich dann auch breit machte. Aber ich denke, 1945 ist vielleicht keine Vergleichsgröße oder keine Referenzgröße heute. Ja, oh mein Gott, wie schlimm, oder? Also, dass wir jetzt in einem schlimmeren Punkt sind. Ja, im gewissen Sinne schon. Und ich glaube, ich tue nicht nur glauben, ich bin ja ziemlich überzeugt, dass es in Deutschland, wenn wir schon von 1945 sprechen, seitdem vor allem in Deutschland-West diese, was ich als Stalingrad-Fraktion bezeichnen würde, vorhanden war in der Politik, in den Medien, in den Parteien. Also diese wirklich von der revanchistischen Idee getriebene, so eine gewisse Klasse, die einfach es den Russen, die es einfach nicht verdauen konnte, von den Russen im Krieg geschlagen zu sein. Ne? Männliches Ego? Ja, zum großen Teil, ja, weil natürlich auch die Politik und die Parteien lange Zeit von den Männern beherrscht worden sind. Das lag auch daran, sie lasen auch die Memoiren der Wehrmachtsgeneräle, die ja natürlich sehr schön erklärten, dass sie ja fast schon den Krieg im Osten gewonnen hätten, wenn bloß nicht die schlechten Straßen, der harte Winter und der dumme Führer. Aber wenn nur nicht diese drei dummen Umstände, dann hätten sie natürlich die Russen schon in die Knie gezwungen. Und dann irgendwie mit diesem Gedanken zu leben, es sind ausgerechnet die Russen, die uns da im Krieg geschlagen haben. Das war vielleicht so unerträglich, dass das wirklich bei dieser Stalingrad-Fraktion sich so wie ein Stachel im historischen Gedächtnis, in der Mentalität gesessen hat, dass das jetzt wirklich so ein Ventil und den Ausgang findet in der heutigen... Aber solche Leute sind ja zum Glück nicht repräsentativ für die gesamtdeutsche Bevölkerung. Aber sie sind laut und hier... du hast vollkommen recht, aber um dieses Gespräch vielleicht zu einem versöhnlichen, ist das falsche Wort, aber zu einem hoffnungsvolleren Ausgang hinzuführen, wie können wir es denn schaffen, zwischen unseren beiden Völkern Brücken zu schlagen? Also was kannst du unseren geschätzten Zuschauern und auch mir persönlich mit auf den Weg geben? Du als Repräsentant deines Volkes, der Deutschland liebt, ich als Repräsentantin meines Volkes, die Russland liebt. Wie schaffen wir das denn, diese Feindseligkeiten, diese schlimme Zeit zu überstehen, ohne Feinde zu werden? Indem wir solche Gespräche wie unser Gespräch jetzt führen, indem wir wirklich über diese Gräben, die uns trennen, hinweg uns die Hand reichen. Das klingt auch irgendwie so nach Wunschdenken und irgendwie fromm. Aber das Einzige vielleicht, was für mich die Schlüsselrolle hat, ist einfach sich ein Weltbild zu machen aus diversen, aus wirklich konträren Quellen. Nicht nur
in einer Blase, in einer Echokammer zu verweilen, sondern bitte daraus auszubrechen, wie schwierig das auch ist. Denn natürlich, es ist immer geistige Arbeit, es ist schwierig, die menschliche Psyche lehnt das automatisch ab. Man will schon an seinem Weltbild auch keine Kratzer zulassen. Mhm. Aber bitte, liebe Zuschauer, versucht bitte, über diesen verdammten Tellerrand hinauszublicken. Und ich denke, bei Nur Wieso sind es gerade diejenigen, die es tun. Also es geht nur darum, dass es mehr davon sind, als jetzt vielleicht. Das ist die Hoffnung, dass die Menschen sich einfach ein Weltbild machen, dass sie wirklich ihre Blickweite, ihren Blicktunnel erweitern und dass sie auch die russische Sichtweise versuchen wenigstens zu verstehen. Verstehen bedeutet nicht, damit einverstanden zu sein, aber durch die russische Brille zu sehen und die Motivation zu verstehen. Das war auch das Wichtigste in diesem klassischen Kalten Krieg. Dazu waren ja die ganzen Thinktanks und die Strategen, die dann deren Aufgabe es war, sich in die Denke des Gegners zu versetzen. Das wäre vielleicht mal, also davon können wir heute uns ja dummerweise eine Scheibe abschneiden, an dem, wie das auch im Kalten Krieg über diesen eisernen Vorhang hinweg gemacht wurde. Wie tickt denn die andere Seite? Jetzt das wirklich ernsthaft zu versuchen zu verstehen, wie die andere Seite tickt, das wäre schon ein großer Schritt nach vorne. Und du wirst auch in deinem Metier weiterhin als Medienschaffender dafür Sorge tragen, dass auch diese andere Seite Gehör findet, auch hier in unserem deutschsprachigen Presseraum. Solange wir nicht dicht gemacht werden, denn wir werden auch denunziert natürlich und wir sind auch auf einer Plattform wie YouTube, das auch immer ihre Regeln verändert im Sinne von Verschärfung. Und ich höre heute gerade in den Nachrichten, dass ich glaube, dass die Berliner CDU oder die Bundes-CDU das jetzt mit einer Gesetzesinitiative um die Ecke kommt, gegen die russische Propaganda oder Desinformation vorzugehen und die Plattformen zu verpflichten, sie auch fast schon vorausgreifend zu löschen. Ob wir dann auch unter die Räder fallen dieser neuen Kampagne oder dieser neuen Welle der Kampagne gegen alles, was so von der einzig wahren Linie abweicht, ist dahingestellt, aber durchaus möglich. Deswegen bin ich überhaupt jetzt nicht in der Lage, etwas vorauszusagen, zu planen oder irgendwie für die Zukunft auch irgendwelche berufliche Pläne zu machen. Wir sind so ziemlich, ziemlich dieser politischen Maschine, diese neuen Zensur preisgegeben und heute werden wir geduldet. Ob wir morgen noch geduldet werden, weiß ich nicht. Also ich hoffe, ich kann den Namen der neuen Plattform nennen. Ja, natürlich. Infrarot, ja, da hoffe ich, sehen wir viele gute neue Beiträge von dir, von euch. Und das ist, also vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, die unseren Horizont erweitert. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir persönlich alles Gute. Ich wünsche dir auch viel Kraft, dass du durch diese, man muss es mal beim Namen nennen, durch diese beschissene Zeit einigermaßen heil durchkommst, dass du gute Ausgleichsmechanismen hast, um auch trotzdem ein freudvolles Leben zu haben. Auch ich habe ein sehr gutes Team, sehr gute Kollegen. Das ist schön. Wir sind ein kleines Team, aber irgendwie ein sehr, sehr harmonisches. Das da hört sich muss gut ich auch an. Bei der Gelegenheit mich an meinen Kollegen bedanken. Jens Zimmer, Markus Rodden, Arthur Buchholz, auch unserem Cutter und Designer Samir Halil. Das ist wirklich ein tolles Team. Danke euch. Und die Zuschauer sollten vielleicht auch die Namen meiner Kollegen wissen. Alles klar, lieber Ivan. Vielen Dank für das Gespräch mit dir, dass du Zeit für uns hattest. Und ich hoffe, dass wir uns widersprechen, wenn die Welt ein bisschen besser ausschaut. Wenn die noch besteht, ja, würde ich das anders ausdrücken. Denn leider geht es jetzt um
um das Überleben. Aber gut, die Hoffnung lebt ja und der Mensch lebt ja von der Hoffnung. Ja, schlussendlich haben wir keine Wahl, sonst müssten wir den Kopf in den Sand stecken und verzweifeln und resignieren oder... Nein, das müssen wir nicht. Natürlich, an den Nordpol auswandern. Nach diesem alten Spruch, tu, was du sollst und komme, was möge. So grob vielleicht, ich hoffe, einigermaßen verständlich ins Deutsche übersetzt. Wir werden sehen, wir sind Zeitzeugen. Wir sind Zeitzeugen. Das sind, ja. Wie wir den Kindern in die Augen schauen, was wir ihnen sagen, das ist jetzt eine andere spannende Frage. Wir sollten unseren Kindern beibringen, dass wir alle Teil der Menschheitsfamilie sind und jedes Leben heilig ist. Und dann ist Politik eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Das ist ein schöner Schlusspunkt. Danke, dass du da warst. Danke, Julia. Und ihr, liebe Zuschauer, das war eine lange Sendung, aber eine verdammt wichtige. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet. Und ja, vielleicht wirklich mit diesem Abschiedswort. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Und auch wenn wir alle politischen Wirrungen nicht bis zur Gänze durchschauen können, weil wir nun nicht mal im inneren Zirkel der Geheimdienste sitzen, können wir uns jeden Tag daran erinnern, dass der Russe ein Mensch ist, der Ukrainer ist ein Mensch, der Amerikaner ist ein Mensch, der Israeli. Ja, wir schlussendlich alle. Und diesen Gedanken müssen wir einfach nur konsequent und liebevoll überall wiederholen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich ciao, ciao, eure Julia.